الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا im Namen Allahs, des Gnadenvollen, des Gnädigen, Allahs Segen und Heilen Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener ist. Meine lieben Geschwister, wir möchten in diesen paar Minuten ein paar Verse aus dem Koran Karim miteinander verinnerlichen und ein Dua des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Diese Verse haben alle etwas damit zu tun, dass der Mensch gerade an diesen Tagen Dinge durchmacht, die schwierig sind und nicht einfach zu verkraften sind. Der eine macht sich Sorgen, der andere, also so ist alles immer, hat irgendwas mit Sorgen zu tun, aber beim einen ist es die Sorge um jemanden, der erkrankt ist, beim anderen ist es vielleicht er selbst, der erkrankt ist, der Nächste kann seine Familienmitglieder nicht mehr so einfach sehen, weil sie voneinander isoliert worden sind und vielleicht in Quarantäne geschickt worden sind. Für all diese Dinge sind Sachen, die dem menschlichen Bewusstsein der Seele zu schaffen machen. Auch wenn das nicht am Anfang den ersten Eindruck erweckt, aber auf Dauer ist das etwas, was die Seele sehr und die Psyche belastet. Und deswegen möchten wir ein paar Verse uns daran erinnern. Allah subhanahu wa ta'ala sagte unter anderem: Wir senden vom Koran Verse hinab, die ein Heilmittel und Barmherzigkeit für die gläubigen Menschen sind. Dieser Koran, liebe Geschwister, ist eine Heilung für deine Zweifel in deinem Herzen, wenn es um Allah und das Jenseits geht. Dieser Koran ist ein Heilmittel für Sorgen, die man sich macht. Weil alles, was du heutzutage erlebst, findest du direkt oder indirekt im Koran angesprochen. Weil die Menschen sind immer noch die gleichen Menschen gewesen. Die Menschen, die damals gelebt haben, die ticken genauso wie die Menschen, die heutzutage ebenfalls leben. Und die Menschen, die sich damals Sorgen gemacht haben beim Propheten sallallahu alaihi wasallam und beruhigt worden sind durch bestimmte Verse, die gleichen Verse sind es auch, die uns heutzutage beruhigen können. Der Koran ist also ein Heilmittel für viele Dinge, die in deinem Herzen Zweifel erwecken, weil die Sachen unklar sind in der Religion, unklar sind über Allah, unklar sind über Gutes und Schlechtes, das man in diesem Leben erlebt. Der Koran festigt das Herz. Wir müssen uns ihm zuwenden. Und es gibt keine Phase, die so Gold wert ist, die so uns die Türen öffnet, dass wir uns dem Koran zuwenden, wie in diesen Tagen, an denen jeder dem anderen mehr oder weniger aus dem Weg geht. An diesen Tagen, an denen die einen sich isolieren von den anderen. Das sind alles Möglichkeiten, und wo wir endlich mal derjenige Mensch, der immer gesagt hat, wenn ich mal Zeit habe, dann werde ich viel Koran lesen. Wenn ich mal Zeit habe, und ich meine mit dem Koran lesen, das Lesen mit dem Verinnerlichen. Nicht einfach nur lesen, damit man ein Khatm gemacht hat, sondern lesen, damit man von diesen Bedeutungen, die darin stehen, profitiert, damit das Herz sich auch wirklich beruhigt. Denn das ist eine Sache, die haben viele Leute schon ausprobiert, wenn sie Sorgen haben, dass sie lesen, was Allah ihnen zu sagen hat, und diese Sorgen werden zweifellos weggenommen, nicht nur durch Verse aus dem Koran, sondern auch durch bestimmte Bittgebete, die wir gleich sehen werden. Ein zweiter Vers, liebe Geschwister, der uns zeigt, dass dieser Koran ein Heilmittel ist für das, was in unseren Herzen ist und sie beruhigt, nicht nur für die gläubigen Muslime, nein, für alle Menschen. Und deswegen hat Allah den Vers angefangen mit: O ihr Menschen, zu euch ist nunmehr eine Ermahnung von eurem Herrn gekommen und ein Heilmittel für das, was in den Herzen ist. Ein Heilmittel für das, was in den Brüsten ist. Meine lieben Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala sagte ebenfalls, diejenigen, die glauben und deren Herzen mit dem Gedenken Allahs Ruhe finden, hört, mit dem Gedenken Allahs beruhigen sich die Herzen. Das Heilmittel hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist unser Umgang mit diesem Heilmittel. Und dass wir uns ihm wenig zuwenden, wenn wir ehrlich uns gegenüber sind. Meine lieben Geschwister, dieses Leben ist so aufgebaut,
dass je mehr Güter man von diesem Leben hat, desto mehr Sorgen macht man sich. Und zu den Gütern meine ich alles Weltliche. Alles Weltliche. Wenn du in deinem Besitz Kinder hast, eine Ehefrau, ein Haus, Autos, all diese Sachen machen einem Menschen Sorge. Je weniger er davon hat, desto weniger Sorgen hat er. Und deswegen sagt auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Reichtum bedeutet nicht viel Besitz zu haben, sondern Reichtum bedeutet, all dieser Dinge unbedürftig zu sein. Das heißt, dass man all diese Dinge nicht braucht. Jemand kommt zu dir und sagt dir, und hier, ich gebe dir Geld, du machst das. Er sagt, ich will das von dir gar nicht haben. Das ist wahrer Reichtum. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat regelmäßig, und das ist unsere Angelegenheit, meine lieben Geschwister, nicht nur, wenn man es jetzt gerade braucht, macht man es, sondern wenn man sich gesund ernährt, bereitet man sich lange Zeit vor auf eine Krankheit im Voraus. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte, wenn er in einer Sitzung mit seinen edlen Sahaba fertig war, ein Bittgebet zu sprechen. Und ich kürze dieses Bittgebet ab. Der entscheidende oder einer der entscheidenden Sätze in diesem Bittgebet ist, dass er sagte, O Allah, lass uns unser Gehör, unser Augenlicht und alle anderen Stärken, die du uns gegeben hast, genießen, solange wir am Leben sind. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, O Allah, mach die Dunya nicht zu unserer größten Sorge. Diese Bittgebete zu sprechen, nehmen die Sorgen aus dem Herzen weg. Also tatsächlich, es ist kein Gerede. Und der Mensch, wenn er sich Allah zuwendet und sagt, O Allah, nimm mir meine Sorge aus meinem Herzen weg, Allah hört dein Bittgebet. Und Allah nimmt diese Sorge aus deinem Herzen weg. Und er lässt dich klar denken. Denn das Problem ist eigentlich nicht das Problem, sondern dein Umgang mit diesem Problem. Meine lieben Geschwister, wir alle durchleben an diesen Tagen schwere Zeiten, anstrengende Ereignisse, und wir müssen lernen, ein Schicksalsschlag uns heimsucht, dass wir uns Allah Azza wa Jalla zuwenden. Denn dadurch zeigen wir unseren Tawhid Allah gegenüber. Dadurch zeigen wir, dass wir überzeugt sind, dass derjenige, der die Krankheit herabgesendet hat, der Einzige ist, der auch imstande ist, sie wieder zu sich zu nehmen. Und da möchte ich beenden mit dem folgenden Vers aus dem Koran Karim, sinngemäß übersetzt. Welche Barmherzigkeit auch immer Allah zu den Menschen eröffnet hat, so gibt es niemanden, der sie zurückhalten kann. Und das haben wir die ganze Zeit erlebt. Und umgekehrt sagt er, subhanahu wa ta'ala, und welche Barmherzigkeit auch immer, ob das Gesundheit ist oder eine Kraft ist oder Energie ist, die du hast, oder Vermögen ist oder was immer, und welche Barmherzigkeit auch immer er zurückhält, so gibt es niemanden, der sie freilassen kann nach Allah Azza wa Jalla. Und er beendet den Vers, indem er sagte, wa huwa al-aziz al-hakim. Er ist derjenige, al-aziz ist derjenige, der allen überlegen ist. Niemand kann seine Entscheidung irgendwie verändern. Niemand kann ihm entgegenwirken, subhanahu wa ta'ala. Und er ist der Allweise. Du musst wissen, dass jede Anordnung und jedes Verbot und jede Bestimmung von ihm, subhanahu wa ta'ala, ob es regnet oder trocken ist, ob man gesund ist oder krank ist, all dies sind Anordnungen vom Allweisen, subhanahu wa ta'ala. Und wer das weiß es, der profitiert davon, glaubt daran, wird dafür belohnt und sein Iman ist an Allah gestärkt. Und wer das nicht weiß, der soll das erlernen und sich vergewissern und verinnerlichen, dass nichts von Allah subhanahu wa ta'ala angeordnet ist, außer durch seine vollkommene Weisheit, subhanahu wa ta'ala.